Hi, Uwe hier. Ja, schön, dass ihr wieder in mein neues Video schaut. Heute gibt es mal wieder eine Wanderung. Und zwar bin ich hier bei Bad Muskau in den kleinen Ort Legnica. Legnica, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Da gibt es hier was Besonderes, das will ich mir heute anschauen. Eine schöne Landschaft, ehemaliges Bergbaugebiet. Das ist alles hier in der Eiszeit entstanden, diese ganzen Falten auf der Erde. Und das nennt sich auch der Muskauer Faltenbogen. Und die Wanderung ist ca. 11 Kilometer hier durch dieses Gebiet. Bin ich gespannt, was ich davon sehe. Ich habe das schon mal auf anderen Videos gesehen. Das soll sehr schön sein und da freue ich mich. Vielleicht hier auch ein bisschen. Ja, jetzt ist erst 8:30 Uhr, früher Morgen. Kein Mensch hier auf dem Parkplatz, außer mein Auto hier. Vielleicht ist es ja auch in diesem Gebiet schön ruhig, nicht so überlaufen. Und dann können wir das genießen, also ich zumindest. Ihr vielleicht auch auf dem Video, ich weiß nicht, wie es wird. Also dann, viel Spaß, los geht's. So, jetzt geht's hier los durch dieses große Tor. Dafna, Koralnia, Babina. Also Babina ist, glaube ich, die Grube. So hieß die früher. Und hier sieht man. Ja, kann ich nicht genau übersetzen, was es hier für Tiere gibt. Oh, das ist irgendwas für Tollwut oder gegen Tollwut, glaube ich. Dann Hunde, Katzen, Fledermäuse und Fuchs. Ja, das ist der Parkplatz. Jetzt ist wieder drin reingekommen. Ein Pole. Und jetzt geht's hier los. Pausenplätzchen. Ach so, ich muss hier noch meine Navi starten. So, Navi ist an, dann kann es losgehen. Ich möchte wenigstens den Parkplatz hier auch wieder zurückfinden. Ja, dann kann man ja schön durch die Gegend laufen hier, in Polen diesmal. Auf zurück werde ich noch den Polenmarkt besuchen. Da bin ich ganz gerade vorbeigefahren. Ja, mal sehen, vielleicht was essen oder irgendwas Schönes kaufen, was es da so gibt. Mal schauen. So, erstmal bin ich gespannt hier auf die Landschaft und was man hier so sieht. Schöne Seen, die durch den Bergbau entstanden sind damals. Jo, dann geht's hier los. Schöner Waldweg. Bisschen frisch heute, noch nicht zu warm. Optimales Wetter. Ja, meine zwei Drohnen habe ich heute mit, die Mini und die Hover. Vielleicht kann ich da mal von oben auch was zeigen. Die Hover hatte ich gerade mal draußen. Da habe ich gestern im Internet gelesen, dass es da bald Updates gibt, also neue Ausgaben von dieser Drohne. Dann auch mit 4K und 8K eine. Also da bin ich echt gespannt, wenn die rauskommen. Was die kosten. So, jetzt bin ich ja schon an dem ersten See. Der sieht schon herrlich türkisfarben aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennt hier auf meinem Video. Ja, toll. So, na gut. Gehen wir weiter. Da vorne kommt auch ein Hinweisschild. Wenn ich irgendwas Interessantes lese, dann sage ich es euch. Ja, mein Handy schickt mir Tarifinfo, dass ich nicht mehr in Deutschland bin. Na ja, klar. Ich will jetzt auch nicht telefonieren. Oh, hier ist schön. Schöner Blick auf den See. Das ist doch schon mal klasse. Ja. Ja, genau weiß ich jetzt nicht, wie diese Seen entstanden sind, ob das jetzt alles durch den Bergbau entstanden ist
und dann hier quasi sich abgesenkt hat und dann mit Wasser vollgelaufen. Es gehört wahrscheinlich zu dieser Babina-Grube hier, dieses Gelände. Ja. Herrliche Stille hier, wunderbar. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. So, hier ist wieder eine Beschreibung, wie der Gletscher den Bergarbeiten zu Hilfe kam. Vor etwa 350.000 Jahren bedeckte ein skandinavischer Gletscher den Norden Mitteleuropas. Ich mache euch mal ein Foto von dieser Beschreibung. Schön, dass hier auch alles in Deutsch steht. Polnisch, Deutsch, Englisch. Die Saale-Kaltzeit hat wieder mal hier zugeschlagen. Charakteristische Form der glazitektonischen Stauchungen im Bereich des Muskauer Faltenbogens. Da, wo wir jetzt sind, also Muskauer Faltenbogen. Das ist die Gegend hier. Okay. Ah, läuft sich sehr schön hier auf den Weg. Hier kommt schon der nächste See. Und dann geht es da hinten noch hoch. Sehr interessant. Macht Spaß. Oh, hier an den See, alte Mauern zu sehen. Irgendwas stand hier mal. Und der See da hinten, Divitschka, so habe ich es auf meiner Karte gelesen. Okay. Altes Mäuerchen hier. So, na, geht's hier weiter hoch. Ah, hier noch ein Blick von dem See, wo ich hier gerade vorbeilaufe. Ich weiß nicht, ob ich den noch mal von der anderen Seite sehe. Ein Stück hier rein krabbeln. Und dann hat man hier eine schöne Sicht. Schön. Ja, man sieht also, dass hier oben mal Bäume gewachsen sind. Und irgendwann hat sich das ja alles mit Wasser voll aufgefüllt und dann stürmen die natürlich ab, aber man sieht ja noch die Baumstümpfe drin stehen. Klasse hier. Wirklich schön. Ah, hier blüht sogar das Heidekraut. Dann brauche ich deswegen nicht in die Lüneburger Heide zu fahren. Das gibt es auch hier. Leuchtet schön rötlich ein bisschen. Ja, dann geht es hier weiter auf dem Weg. Da kommt dann auf der rechten Seite schon wieder ein See und auf der linken Seite. Ja, klasse. Schöner Wald hier. Also bisher lohnt sich der Ausflug hier. Wirklich sehr schön hier. Und hier im Wald versteckt wieder ein See, wo die Bäume rausragen. Oder die Baumstümpfe. Und auf der Seite sollte auch was sein. Ah, da vorne geht's rum, da kann ich ja mal gucken. Aber ich gehe erstmal hier rüber, mir den Ansehen anschauen hier. Das sieht ja auch klasse aus.
So, der nächste kleine See hier. Bräunlich. Das scheint nicht tief zu sein, das ist so. Sehr schön. Ein Specht arbeitet hier in der Nähe. Auch schön hier. So, jetzt geht es hier noch zu diesem linken See. Oh, sieht ja klasse aus hier. Hier könnte ich ja vielleicht mal meine Mini hochlassen. Mal das von oben zeigen. Sehr schön. So, ich hoffe, die Bilder sind was geworden. Die kleine Überflug hier. Und jetzt geht es gleich weiter. Also das ist wirklich eine schöne Ecke hier. Dieser See sieht schon toll aus. So, weiter geht's auf dem Wanderweg. So, ich habe hier doch die Tafel fotografiert. Toter Wald im Bereich von saurem Grubenwasser, dass die Absackmulde füllt. Also das ist eine ehemalige Grube gewesen hier und die ist dann abgesackt und hat sich mit Wasser aufgefüllt. Absackungen unter der unterirdischen Grube. Tja. Das sind schon gewaltige Kräfte, die dann da wirken. So, weiter. Einen schönen Wanderweg hier. Ja, hier ist auch noch ein kleiner Fleck voll Wasser. Auch schön. So, jetzt geht es für mich links rum und ich komme dann irgendwann von rechts wieder hierher. Was steht da dran? Aussichtsturm. Na, das ist doch schön. Da gehen wir mal hin. Und dann geht es hier irgendwann, komme ich von da wieder zurück. Und jetzt geht es Richtung Aussichtsturm, 1,7 Kilometer. Und da vorne auch zwei Wanderinnen, die hier sich das schöne Gebiet anschauen. Wirklich herrlich hier. Ja, wunderbar. Dann geht es jetzt Richtung Aussichtsturm.
werde ich natürlich meine Mini nicht brauchen, habe meine Hochklettern und die Aussicht von oben genießen. Ja, bis jetzt macht es Spaß. Wetter ist wunderbar, es wird langsam wärmer. 9.19 Uhr. Jetzt kommen wir hier gleich rechts rein, irgend sich was anschauen. Mal schauen, was das ist. Kommt auch ein Wegweiser. Vielleicht was Interessantes. Ah, hier geht es zur Quelle. 70 Meter. Dann schauen wir mal rein, ob wir da was sehen von der Quelle. Auch die Wegweiser hier, Polnisch, Englisch, Deutsch, sehr schön. Naja, so an der Grenze bietet sich hier an. Und da soll es zur Quelle gehen. So, Quelle des Grubenwassers. Da sind wir jetzt angelangt. Also das ist das, was sich alles hier auffüllt. Die ganzen Gruben mit Wasser. Aber was man hier sieht. Naja. Ein kleiner Auswurf hier, aber man sieht nicht, dass sich was bewegt hier von dem Wasser. Sieht mehr aus wie große Pfützen. Auf rötlichen Kies, Sand. Okay. Ja, Holzfäller sind hier auch irgendwo aktiv. Man hört die Motorsägen. So, davon her, wo die Hütte kommt, geht es für mich links rum und wieder an einem See vorbei. Das sind alles keine Riesenseen. Ich glaube, einer ist der größte, nennt sich Afrika oder Afrika, wie man das ausspricht hier. Vielleicht ist er das jetzt schon. Muss ich noch mal gucken auf die Karte. Der sieht ziemlich groß aus. Da geht es erstmal hier an diese schönen Pausenhütte. Eigentlich könnte ich auch schon mal eine Pause machen, aber naja. Ich habe zumindest noch nicht gegessen heute früh. Aber ich halte noch eine Weile durch. So, okay, jetzt geht es hier links rum. Naja, da kann man nochmal vielleicht die Mini hochlassen. Sieht sehr schön aus hier. Schwupp. Also zumindest, wenn ich GPS kriege hier, sonst nicht. So, was haben wir hier? Anthropogene Seenplatte. Bunte Seen, noch dazu sauer. Innerhalb der Grenzen der Moräne des Muskauer Faltenbogens befinden sich etwa 340 unterschiedlich farbige Gewässer mit einer Gesamtfläche von etwa 770 Hektar. Okay, ich mache euch wieder ein Foto. Und dann schauen wir uns hier den See nochmal an. Vielleicht von oben ein bisschen. Sieht herrlich aus.
So, wenn ich schon mal so einen schönen Pausenplatz habe hier, werde ich den auch nutzen und hier gleich meine Frühstückspause machen. Ist gleich um 10. Ja, schön nochmal den See von euch, für euch, von oben gezeigt. Ich hoffe, das ist was geworden. Ich bin nicht so der DJI-Profi hier, aber ab und zu benutze ich es ja. Und freue mich immer über die schönen Bilder, die dann rauskommen aus dem Gerät. Ist schon klasse. Oh, hier fliegt ein schöner großer Schmetterling. Ja, dann erstmal Prost. Ah ja. Ich habe immer noch keine Sponsoren von Gösser. So, na gut, dann esse ich erstmal was. Schönes großes Dach hier. Das große See hier. Ich wüsste, wie der heißt. Würde ich es euch sagen. Ah, das ist Afrika. Afrika. Warum auch immer Afrika. Sieht zumindest schön aus. So. Ruhe essen, dann geht's weiter. So, tschüss. Afrika, Pausenplatz. Dann geht's hier weiter in die Richtung. So, wieder ein Platz mit Schildern und ein Gewässer dahinter, ein kleines. Also auch genügend Pausenmöglichkeiten hier in diesem Park. Ist wirklich gut gemacht. So, und dieses Schild: Baum, in dem das Leben pulsiert. Ah ja, das ist so allgemein, was in alten Bäumen so nistet und lebt. Also hier auch vorbildlich. Mülleimer, schöne Bänke. Und hier hat man wieder einen Blick auf dieses kleine Gewässer, was hier davor ist. Mit dieser rötlichen Färbung. Eisen oder was. Halt ich. Oh, schön. Sieht doch klasse aus. Ich mache immer noch ein Foto. Die zeige ich euch dann zum Schluss nochmal. Ja, noch circa 7 Kilometer geht meine Runde. 3 Kilometer irgendwo habe ich schon hinter mir. Und man kann das genießen hier wirklich. Diese Landschaft und dieser Park, herrlich. Da könnten sich in Deutschland viele ein Beispiel nehmen, sowas zu gestalten hier. Na gut, in Deutschland wird alles zerstört von Idioten. Da hält sowas alles nicht lange. Naja, kann man nicht machen. Fährt man halt nach Polen. Ja, ich werde es weiter genießen hier und euch noch Eindrücke zeigen. Kommt bestimmt noch schöne Sachen. Jetzt kommt ja wieder so eine Tafel und Sitzmöglichkeiten. Und für mich geht der Weg weiter in die Richtung. So, was haben wir hier? Abfallende Schächte. Transport und Belüftung in der Grube wird hier beschrieben.
Ah, hier nochmal ein schöner Blick auf Afrika. Ja, da ist das, die kleine Insel, die ich vorhin drüber geflogen bin. Und kann man ja ein Stück davon sehen, von dem See. Wunderschön. Ja, hier sind die Wege so eingefasst. Dann geht es hier ein Stück hoch. Ich glaube, so ein Aussichtspunkt ist da oben. Aber ich komme hier sowieso noch zu dem Aussichtsturm. Der müsste auf meiner Route sein. In die Richtung. Und hier wieder ein Punkt. Und einen Blick auf einen anderen See. Dvetschka. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Konnte ich so lesen. Vielleicht steht ja da was. Ja, so, dann muss ich in die Richtung weiter. Aha, gucken wir mal hier nochmal auf diesen anderen See. Auch schön. Was schreiben Sie hier? Transportstrecke und Brikettfabrik. Tja, so eine Kohle haben sie abgebaut, bevor die Kohle in den Ofen kam. Wir befinden uns über den gefluteten Abbauraum für Braunkohle und Keramikton, umgangssprachlich zweiter Teich genannt. Der Abbauraum wurde in den Jahren 1953 bis 1956 betrieben. So. Werkbahn. Eine Werkbahn von 1927 bis 1973 hat ja die Brikett transportiert und so weiter. Ich mache euch wieder ein Foto von der Beschreibung und dann gucken wir hier nochmal Dvetschka, oder wie der heißt, ein Abbauraum oder wie das man dazu sagt. Also früher war das hier eine Grube drunter und dann hat sich das gesenkt und mit Wasser gefüllt. So erkläre ich mir das. Aber ich bin ja kein Gelehrter. Sieht zumindest schön aus, als ob es die Natur so geschaffen hat. Ja, also auch die Bäume hier sind sehr schön, der Wald. Birken hier wieder links und rechts. Zwischen den Kiefern und anderen Bäumen. Da fließt auch ein bisschen Wasser. Herrlich. Und eine Ruhe. Absoluter Geheimtipp hier, finde ich. Ich habe bisher nur im Internet was drüber gelesen, wie gesagt. Und Fotos und Videos gesehen. Ja. Ja, ich mache ja in meinem Urlaub, den ich jetzt habe, auch ein paar Abstecher, so Tagesausflüge, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo ein Hotel buche, das ist alles. Die Preise kann ich nicht mehr verstehen. Ich zahle da nicht 100 Euro für eine Nacht. Nee. Dann fahre ich halt mit dem Auto hin und wieder zurück. Dann habe ich auch ein bisschen was gespart. Oh, die Preise heutzutage. Ostsee wollte ich eigentlich. Oder mal nach Thüringen. Na, vielleicht mache ich nach Thüringen. Aber da gibt es auch nur Pension, wo ich hin wollte. Oh, und eine Pension ist nicht so meins. Naja, vielleicht mache ich es ja noch. Na, mein E-Scooter werde ich sicherlich auch noch mal benutzen für eine schöne Tour. Das hat schon Spaß gemacht, die erste Tour. Die zweite Tour ist schon im Kasten, aber die kommt später dann. Ja. Das ist auch mal was anderes auf meinem Kanal. So, jetzt hier weiter auf dem schönen Weg. Da kommt wieder sowas, so eine Art Geländer hier. Aber wozu das sein soll? Naja, sieht zumindest alles sehr gepflegt aus hier. Wunderschön. So, ich bin am Aussichtsturm
sind auch Menschen oben. Und ich glaube, irgendwer hackt hier draußen rum. Und vielleicht was repariert. Lasi. Ah, die Sonne blendet gerade. Lasi Pranstovove. Das ist der Turm hier. Gut, gucke ich mal, ob man hier so ohne weiteres rein kann. Schöner Turm. So, dann gehen wir hoch. 120 Stufen drin sein. Und dann oben die Aussichtsplattform, hat man schon einen Blick auf Afrika wahrscheinlich. Und die in der Richtung. Und dann gehen wir mal hier hoch. Durch Gegenverkehr. Ah, geht noch hoch. Was ist auf einer Plattform hier? Geschafft. Höher geht's nicht. Herrliche Sicht hier. Ja, da hinten am anderen Ende vom See war ich ja, wo ich meine Mini ein bisschen hochgelassen hatte. Da hatte ich so auch, glaube ich, hier den Turm gesehen auf meinem Video. Oh. Hinten ist irgendwo Kraftwerk, Atomkraftwerk, keine Ahnung. Dampfende Meiler. Und ringsherum schöner Wald. Herrlich. Absolut klasse gelegen hier. Ich muss dann an der linken Seite vom See weitergehen, also hier diesen Weg geht es dann für mich weiter. Ja, schon herrlich. Wirklich tolle Aussicht hier. Vor allem auf den See natürlich. Macht schon was her. So, jetzt kommen die nächsten Besucher. Ja, dann mache ich bloß noch ein paar Fotos. Und dann geht's wieder runter. Also die anderen Gäste hier oben sind alles Polen. Man hört's an der Sprache. Sehr schön. Ja, wirklich fantastisch hier oben. Aussicht ist klasse, der Aufstieg hat sich schon mal gelohnt. Mit Blick auf Afrika. Auch noch ein schöner Blick hier auf den See. Und die ehemaligen Grubenreste oder was das hier ist. Ups. Ja. Sieht so aus. Jetzt wurde hier mal gegraben. Aber ich kann mich auch täuschen. Sieht zumindest interessant aus hier. Jo. Da ist der Turm, wo ich vorhin war. Sehr schöne Aussicht von da oben.
auf den See hier. Klasse. Ja, die Wege kann man hier auch mit dem Rad langfahren. Hier sind schon einige Radfahrer, die ich hier gesehen habe. Ich habe heute auch erst überlegt, ob ich meinen E-Scooter mitnehme, aber da fährt man ja vorbei an Sachen, die man zu Fuß gar nicht sieht. Es war auch mal schön, hier lang zu fahren sicherlich, aber nee, ich wollte heute hier mir das ja zu Fuß anschauen und das auch genießen hier, die Wanderung. Aber wie gesagt, man kann auch hier mit dem Fahrrad langfahren. Es war nur Kiesweg, aber ganz glatt und fest. Da kann man gut laufen und fahren. Ja, mittlerweile auch ganz schön warm schon geworden. Aber man hat hier viel Schatten. Man hält es aus. Und wieder ein Aussichtspunkt und ein paar Pausenplatz. Mal sehen, was auf der Tafel steht. Meine Navitante spricht hier mit heute. Ja, Erosionsformen. Ah, also doch ist das hier mehr durch die Erosion entstanden. Dieses Faltengebirge da. Erosion. Also das ist ja alles durch Erosion entstanden, dieses Faltengebirge, könnte man fast dazu sagen. Ja, sieht schon aufgefaltet aus an dem See hier. Drüben auf der anderen Seite sieht das genauso aus. Ja, schon schöner Anblick hier. Aber groß klettern kann man ja nicht, da rutscht man ja ab. Ja, und nochmal ein Blick hier auf den Afrikasee. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich jetzt das gesehen, was ich sehen wollte. Jetzt sind es noch 4 Kilometer bis zurück, bis zu dem Parkplatz. Ja, und dann fahre ich, wie gesagt, noch zu diesem Polenmarkt, der da an der Grenze ist, direkt. Und dann geht es zurück. Dann war es das für heute. Ich hoffe, der Film hat euch heute gefallen. Die Wanderung war sehr schön bis jetzt. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Herrlich die Gegend, frische Luft, sehr ruhig. Jetzt sind ein paar Wanderer und Fahrradfahrer hier unterwegs, aber hält sich im Rahmen. Ist ja auch ein sehr schönes Ausflugsziel hier wahrscheinlich. Ja, falls ich noch was sehe, zeige ich es euch noch. Ansonsten schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht mein Weg hier durch diese gebaute Straße mit diesen seltsamen Zäunen. Aber sieht schön aus. Ich dachte eigentlich, ich komme von der Richtung her. Aber jetzt geht es hier nochmal in die andere Richtung. Dann sehe ich vielleicht doch noch was anderes. Ein See oder so. Naja, ich habe ja noch viel Zeit heute. Aha, jetzt geht es hier nochmal an den kleinen See. Am anderen Ende ist irgendwo die Quelle gewesen, wo ich vorhin war. Und das habe ich ja gar nicht gesehen von der Quelle aus, dass hier noch ein kleiner See ist. Oh, gehen wir mal runter. Schauen wir uns das auch noch an. Ja, in die Richtung ungefähr kommt dann die Quelle. Und jetzt hier sieht man ja diese rötlich-braune Suppe, würde ich was sagen. Ein schmaler See hier. Ja, ich zeige euch noch mal eine Karte, wo ich heute laufe. Und das ist auf meinem Komoot. Werde ich diese Wanderung verlinken. Wer da sich dahin verirrt, da kann sich das anschauen wahrscheinlich. Und dann, ja, hat man hier schön das Gebiet durchwandert mit ca. 11 Kilometern. Ah, da unten kommt noch ein See. Noch 2 Kilometer, 2,5 Kilometer.
dann bin ich wieder am Ausgangspunkt. Ja. Ah, ich habe euch ja mal irgendwo vorgelesen, wie viele Seen es hier gibt. Das ist ja eine ganze Menge kleiner und größerer. Sehr schön. Und nicht eine Mücke bis jetzt. Vielleicht ist die Zeit auch schon wieder vorbei mit den Viechern. Keine Ahnung. Also hier war zumindest nichts. Gibt keine Mücken in Polen. So, jetzt ein bisschen holpriger Schotterweg hier. Oh, hier sieht es auch aus, als würde es ab und zu mal unter Wasser stehen. Und irgendwo plätschert hier was. Das ist der Zufluss zu diesem See hier. Vielleicht sieht man da was. Oh, rauscht ja ganz schön am Ruhe. Na, die roter Sand. Und irgendwo hier plätschert es durch. Durchs Schilf. Ja, und fließt dann hier runter. Naja, komme ich hier nicht weiter. Hier fließt das, wie gesagt, herein hinter das Schilf und dann ist da noch ein kleiner See oder kleiner Teich. Und jetzt geht es hier wieder zurück zum Wanderweg. Oh, jetzt kommt hier eine große Wiese oder Sumpffläche, Schilf. Auch hier sind noch Bänke zu sehen. Fahrradweg und Gehweg. Oh, schön. So, nach Niemcy, Deutschland 1,04 und Legnica Markt oder was das heißt, ach nee, Stadt Legnica 1 Kilometer. Jo, also ich hab's nicht mehr weit.